Hallo aus dem Borussia Park hier in Mönchengladbach. Eine tolle Kulisse für dieses Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Borussia Mönchengladbach gegen Angers. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Erster Spieltag in der UEFA Champions League Bouchier. Heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich loslegen. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. So, jetzt wissen wir ja, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Wendt. Florian Neuhaus. Wendt. Nico Elvedi. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Ganz souverän hier vom Torhüter. Lea. Ja, mit viel Übersicht. Stindl. Jonas Hofmann. Klasse Parade erst und dann an den Pfosten. Was für eine Stimmung jetzt hier. Die Fans pushen ihre Mannschaft nochmal. Da kommt der Pass. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt geht's weiter, Gladbach liegt vorne. Fängt diesen Ball ab. Ginter. Florian Neuhaus. Stindl. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf.
Jonas Hofmann. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Player. Florian Neuhaus. Stindl. Dennis Zakaria. Stefan Leiner. Uschi, die Gladbacher haben sich in den letzten Jahren ja wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert, ne? Das stimmt. Die Verantwortlichen bei den Fohlen arbeiten gut und haben hier über Jahre eine tolle Mannschaft geformt. Kein Wunder, dass die Borussia Dauergast ist. Stindl! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Stefan Leiner. Jetzt könnte er flanken. Das gibt noch einen Einwurf. Tja, der Einwurf landet beim Gegner. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Dennis Zakaria. Dennis Zakaria. Der Ball kommt wieder zurück. Er blockt die Hereingabe ab. Mit viel Auge holen sich da den Ball. Klasse. Florian Neuhaus. Dennis Zakaria. Florian Neuhaus. Lea! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ein klasse Tor! Was für eine Direktabnahme! Und was machst du da als Torwart? Nix, Wolf! So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Klasse Pass! Ist das der Anschlusstreffer? Und Tor! So, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Sie verkürzen und jetzt geht noch mehr. Die Truppe hat Charakter. Sie schlagen direkt zurück. Und so musst du ein Gegentor erstmal wegstecken. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Sieht gefährlich aus. Sauber vom Ball getrennt hier. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte was werden. Gefährlich! Da kommt die Hereingabe. Der Pass, nichts zu halten hier. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor nochmal in der Wiederholung ansehen. Schön hereingegeben, klasse verwertet. Das ist hier die Erfolgsformel. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Dennis Zakaria. Stindl.
Der Pass kommt an, da ist er heute. Schönes Zuspiel. Jonas Hofmann. Hereingabe. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Florian Neuhaus. Florian Neuhaus. Einwurf für Gladbach. Ginter. Florian Neuhaus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Auf außen ist Platz. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Borussia Mönchengladbach mit dem Ball gewinnen. Florian Neuhaus. Da lässt er sich weit zurückfallen. Will den Ball. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Dennis Zakaria. Stindl. Den spielt er wieder zurück. Macht er das Tor? Jetzt können sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Dennis Zakaria. Gute Aktion. Und die Flanke. Das Stindl. Stindl. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Ohne es genau zu wissen, aber der ein oder andere war mit dem Gedanken schon in der Pause. Aber die Gladbacher eben nicht, Buschi. Nee, die spielen es bis zum Ende und das mit Erfolg. Klasse, wie sie die Chance genutzt haben. Damit haben die Gladbacher hier die Führung. Knapp liegen sie vor uns zur Pause in einem atemberaubenden Fußballspiel. Zur Pause steht es 3:2. Er hat im ersten Spielabschnitt aus meiner Sicht eine fantastische Leistung gezeigt. Wie siehst du das, Buschi? Zwei Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Und damit gehen wir rein in Durchgang 2. In diesem Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und bisher ist das eine interessante Partie. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Leer. Ballverlust. Florian Neuhaus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Stindl. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Ja, könnte was werden. Geht gut. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul, gibt Gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Ist es das?
Das war kein Problem für sie. Er hält den Freistoß sicher. Dennis Zakaria. Player. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Florian Neuhaus. Im Moment hat er ein unglaubliches Selbstvertrauen. Nicht wirklich überraschend, voll so gut wie die letzten Spiele gelaufen sind. Dennis Zakaria! Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Thomas. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jonas Hofmann. Stefan Leiner. Klasse Pass. Jonas Hofmann. Ball an den kurzen Pfosten. Super Aktion. Gut geklärt. Mangani. Gladbach hat den Ball. Sieht vielversprechend aus. Gladbach bekommt hier den Freistoß. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Sie bekommen den Abstoß. Ismael Traoré. Sie verlieren den Ball. Ginter. Plea. Kramer. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Dennis Zakaria. Jonas Hofmann. Dennis Zakaria. Christoph Kramer. Ah, oh, er kann klären. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Dennis Zakaria. Kramer. Wird's jetzt gefährlich? Da können sie jetzt flanken. Da klärt er wieder einmal. Gute Leistung. Christoph Kramer. Jonas Hofmann. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich. Thiop. Thomas. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Thomas. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Und er pfeift abseits. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ismael Traoré.
ein enges Ding hier. Und es kann auch so viel passieren. Gefährlich. Jetzt ist es gefährlich. Pass kommt. Und er ist drin. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Hier gibt's den Wechsel bei Angers. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Nico Elvedi. Es gibt Freistoß für Gladbach. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das könnte doch noch die Führung werden. Der Ball liegt hervorragend, ist eine tolle Distanz. Das könnte sein. Ein unglaublicher Freistoß. Er verwandelt ihn. Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Ismaël Traoré. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Macht er gut. Borussia Mönchengladbach mit dem Ball gewinnen. So, liebe Zuschauer, jetzt haben sie es geschafft. Der Sieg steht fest. Ja, und wir sehen hier die Freude. Ist immer wichtig, gut in so einen Wettbewerb reinzukommen. Und das ist Ihnen gelungen. Klasse Auftakt.